Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, wir bitten dich, erleuchte du die Augen unseres Herzens. Öffne unseren Geist für das Wort Jesu, für das Wort Gottes, dass wir in dem Wort Jesus empfangen, dass er uns berühren und heilen kann. Ich danke dir, Herr, für das, was du jetzt tust und dass du dich auch jetzt verherrlichst. Herr, führe, leite du uns in der Kraft deines Heiligen Geistes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Kreuz wird dann der Bund geschnitten. Im Abendmahlsaal hat das angefangen mit dem Bund und er wird vollzogen am Kreuz. Und das Kreuz ist die Verherrlichung Jesu. Das ist die größte Stunde für die Menschheit. In der evangelischen Kirche ist der Karfreitag der höchste Feiertag. Wusst ihr das? Also das ist in der evangelischen Kirche schon klar. Ne? Also da haben sie. Ich habe mich gefragt, in einer Stadt in Deutschland, da läuten am Nachmittag immer um 3 Uhr die Glocke. Immer, aber jeden Nachmittag um 3 Uhr. Vielleicht, es ist eine evangelische Kirche, vielleicht in Erinnerung an den Tod Jesu. Und in dieser Stunde beten wir den Barmherzigkeitsrosenkranz, weil wir wissen, dass im Kreuz Heil ist, dass im Kreuz Leben ist, Vergebung ist und Segen ist. Jetzt wissen wir, dass der Siegeszug Gottes begonnen hat am Kreuz. Auch wenn das nicht so ausgesehen hat, aber am Kreuz wurde der Schlange den Kopf zertreten. Am Kreuz wurde dieses prophetische Wort aus dem Buch Genesis und er wird dir den Kopf wissen, der Ferse treffen. Ja? Und Jesus wurde an der Ferse getroffen, kann man sagen, durch die Nägel, ja? Ganz konkret, nicht nur so bildlich. Aber er hat auch der Schlange den Kopf zertreten und Maria natürlich auch mit Jesus. Jetzt können wir uns fragen, was hat der Mensch von diesem Bund? Was habe ich davon? Das ist ja die ewige Frage, die wir Menschen stellen. Was habe ich davon, wenn ich jetzt noch ein Jahr studiere? Was habe ich davon, wenn ich jetzt dies oder jenes noch tun soll? Und meistens ist diese Haltung schon eine bedauerliche Haltung, weil es nicht direkt von Liebe zeugt. Was habe ich davon? Versteht ihr? Jetzt muss ich wieder. Es ist wieder Druck. Wir erleben immer nur noch Druck. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass wir uns diese Frage stellen, denn es ist nicht auszudenken, was wir von diesem Reichtum von der Heiligen Eucharistie haben. Das Kreuz und die Eucharistie ist die Hingabe Jesu, die totale Hingabe Jesu an den Vater. Also er hat in allem den Willen Gottes getan, auch in diesem Punkt, also in der Erlösung, hat er absolut den Willen Gottes getan. Aber es ist auch gleichzeitig seine Hingabe an uns. Und deswegen, wenn wir Heilige Eucharistie feiern, dann feiern wir die Hingabe Jesu an den Vater und seine Hingabe an uns. Aber wir feiern auch unsere eigene Hingabe mit Jesus an den Vater. Ich habe einmal gestaunt, wo man gesagt hat, also der Höhepunkt des Hochgebetes, man sagt ja schon Hochgebet, so ein Höhepunkt, ja, wo ist denn der Höhepunkt vom Hochgebet? Dann würden wir spontan sagen, die Wandlung, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Aber der Höhepunkt ist für die Theologen, für die Liturgiker, ist nicht das, sondern das letzte Gebet, das der Priester dann spricht, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und der Priester zeigt dann den Kelch. Ich zeige nur bewusst auch die Hostie, den Leib Christi. Manche haben Kelch und Patene so in der Hand. Das ist auch liturgisch richtig. Ich weiß nicht, wie ich es tue, ob es liturgisch richtig ist. Kann sein, dass es nicht ist. Aber ich tue es immer so. Und wisst ihr, mich hat das Bild immer berührt seit der Kindheit. Gab es so Bildchen, so Andachtsbildchen. Da hat man den Priester vom Rücken gesehen, Kelch und darüber die Hostie. Aber ich habe es in der Kindheit nie so gesehen, also in Realität, in der Heiligen Messe. Aber ich hatte das Bild immer im Kopf. Und das war für mich so ein schönes Bild, der Kelch
und die Hostie zusammen, die Hostie über dem Kelch, also wo Jesus dann gezeigt wird. Und das ist der Höhepunkt. Durch ihn, mit ihm ist dir Gott in der Vater, durch ihn, mit ihm ist dir Gott allmächtiger Vater. In der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Wir bringen dann dieses Lamm vor Gott und sagen, Herr, das ist das Opfer, das dir gefällt. Und wir gehen dann durch Jesus und mit ihm und in ihm gehen wir in dem Heiligen Geist auch zum Vater mit. Geschieht auch unsere eigene Hingabe an den Vater. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch einen Vortrag vorbereitet über die Liturgie als Brücke zu dem Geheimnis der Eucharistie. Ich weiß nicht, ob wir noch daran kommen. Ich habe noch einiges hier stehen. Ich werde mal sehen. Das ist auch sehr, sehr interessant, was die Liturgie uns da, wie sie uns vorbereitet und begleitet, damit das alles für uns stimmig wird. Okay, was hat das Kreuz alles gebracht? Am Kreuz wurde das Herz Jesu aufgestoßen und aus der Seitenwunde Jesu kommen uns die heiligen Sakramente, kommt uns alles, was uns heiligt. Die Sakramente sind Berührungen Gottes, es sind nicht Rituale. Heute spricht man oft von Ritualen, man hat ein Feuerritual, man hat Wasserritual mit Steinen, so alles. Viel esoterische Rituale gibt es, so ganz viel Zeug. Ja, und es gibt auch Weihrauch in diesen Ritualen, es gibt dann alles Mögliche tut man. Also, und dann Beschwörungen in Schamanismus und Trance, es sind alles Rituale. Aber Sakramente sind keine Rituale. Es sind Berührungen Gottes, wo er uns ganz konkret berührt. Und es gibt ja dann die sieben Sakramente, das wissen wir. Es gibt Sakramente, die wir einmal empfangen. Und wie ich schon vor Tagen gesagt habe, da werden wir so besiegelt mit einem Siegel, das unauslöschlich ist, Taufe. Da werden wir Kinder Gottes da und wir werden schon gesalbt mit diesem Chrism. Das ist schon fast die Firmung. In der orthodoxen Kirche ist es so, dass die Babys, die werden getauft, gefirmt und empfangen Eucharistie. Die empfangen mit einem kleinen Löffelchen ein kleines Stück von der Eucharistie mit dem Blut Christi in den Mund. Bei der Taufe. Und wir haben immerhin, in der katholischen Kirche haben wir ein bisschen das Problem, dass wir die Firmung, das kommt dann auch irgendwann noch nachher. So. Und das ist so, das ist dann immer ein schwieriges Alter. Wann soll man die Kinder firmen? Na? Früher war es bei uns, als ich Kind war, ist der Bischof dann zweimal, jedes zweite Jahr oder jedes dritte Jahr ist er gekommen in das Dorf oder in Nachbardorf. Und dann wurde gefirmt, dann wurden alle Klassen, die vorher die Erstkommunion gemacht haben, wurden gefirmt. Also ich habe in demselben Jahr, glaube ich, wo ich Erstkommunion gehabt habe, ich war erst 8 Jahre mit der, oder schon, ja, erst 8 Jahre für eine Kommunion und dann wurde ich im gleichen Jahr gefirmt, weil es der Bischof eben an dem Jahr gekommen ist. Ich kann mich an die Firmung an nicht viel erinnern, nur an das große Gedränge in der Kirche hat mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und es gibt noch ein Foto von der Firmung, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Das sage ich ganz ehrlich. Das Einzige, woran ich mich erinnere, es hat zum Nachtisch Pudding gegeben. Das war meine Firma. Und ich habe irgendein Buch gelesen, ein Kinderbuch. Für das Buch war ich viel zu jung und konnte es überhaupt nicht verstehen. Daran erinnere ich mich auch. Hat aber nichts mit der Firma zu tun, dieses Buch. Das sind meine Erinnerungen. Aber die Taufe, wir werden Kinder Gottes. Durch die Salbung werden wir, das ist Chrisam, Christus, der Gesalbte, in Hebräisch Mashiach, der Messias. Also wir sind andere Christus, können wir sagen, wir sind Gesalbte. Ja? Das sind Sakramente, die wir nur einmal empfangen. Genauso die Ehe, weil in der Ehe auch ein Bund geschlossen wird. Und das kennen wir alle, deswegen wird der Mann Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, sie werden ein Fleisch. Und ein Fleisch, das heißt im hebräischen Verständnis, dass sie wirklich eine tiefste Einheit haben. Und Fleisch meint dann Geist, Leib, Seele und nicht nur der Körper.
also in der Heiligen Schrift. Und Jesus wiederholt dann auch auf die Frage der Schriftgelehrten, die sagen, ja, Mose hat uns doch erlaubt, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen kann und so weiter. Und Jesus sagt, so war es nicht am Anfang. Und was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen. Gut, jetzt könnte man wieder große Diskussionen loslegen, die legen wir nicht los, aber ich bin überzeugt, dass diejenigen, die geheiratet haben, auch wenn sie vielleicht blutjung waren, auch ganz unerfahren waren und so weiter, im Herzen derjenigen hat es Liebe gegeben, bei den allermeisten würde ich aber schon mal sagen, und die haben sich getraut, sag mal, sie haben sich getraut und dann auch darauf vertraut, und dass sie gesagt haben, das ist der Mensch, mit dem will ich alt werden, will ich glücklich werden, will ich auch Kinder haben, will ich mein ganzes Leben teilen. Und dieser Wunsch ist im Herzen von Menschen zutiefst begründet. Warum? Warum ist dieser Wunsch so tief im Menschenherz begründet? Weil wir von Gott abstammen und weil Gott Gemeinschaft ist und weil der dreifaltige Gott in einer unzerstörbaren Einheit lebt. Und dieser Wunsch, Einheit zu leben, Gemeinschaft zu haben, der kommt uns von Gott. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass Gott bei der Schaffung des Adam sagt, und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Deswegen will ich ja meine Frau, er wusste das schon, Gott hat nicht einen Fehler gemacht, aber es klingt so, als ob Gott einen Fehler gemacht hat. Vorher hat er gesagt, erster Tag, Himmel und Erde schaffen, sehr gut. Zweiter Tag, die Lichter am Himmel, sehr gut. Dritter Tag, alles war sehr, sehr gut. Dann am sechsten Tag, es ist nicht gut. Die Krone der Schöpfung, dass der Mensch allein ist. Ausgerechnet. Aber es ist deswegen so hervorgehoben, weil Gott zeigen will, hier geht es jetzt um etwas Großes, hier geht es um etwas ganz Besonderes. Und Gott hat sich etwas gedacht und dann lese den Mann in einen Tiefschlaf fallen und dieser Tiefschlaf zeigt die Ohnmacht des Menschen. Ja? Und es gibt im Buch Kohelet diesen schönen Text, der wird auch oft für Hochzeiten gebraucht, zu Trauungen. Zwei sind besser als einer allein, wenn einer hinfällt, richtet der andere ihn auf und sie haben dann reichen Gewinn, der eine mit dem anderen, das ist dann mehr die wirtschaftliche, ökonomische Sicht. Und dann heißt es, oh, das ist dann lustig, und einer, wenn einer allein im Bett ist, wie soll er warm werden? Jetzt wisst ihr, warum die beiden im Bett sind, sie sind sich gegenseitig Heizung. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Okay, aber dann heißt es, in dem weiteren Vers, und das ist der entscheidende Vers, und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Das ist der entscheidende Satz. Warum? Kohelet, ja. Ich werde die Stelle, kann ich suchen. Ja. Was ist das mit der dreifachen Schnur? Schaut, als wir Kinder waren, wir hatten nicht das Geld, uns eine Schaukel zu leisten. Das konnten die Eltern nicht. Das war nicht viel Geld, aber trotzdem konnten nicht. Aber wir hatten Ideen. Da gab es beim Bauern diese Schnüre von den Heuballen. Ja? Dann haben wir die genommen, die wurden weggeschmissen, die haben die weggeschmissen, wir haben genommen, die Knoten mal weggeschnitten und dann haben wir die zusammengeflochten. Zwei Schnüre kann man nur aneinander binden, das hält nicht. Aber flechten, das gibt schon Stärke. Dann haben wir einmal, also drei Schnüre so geflochten und so lange, wie wir gebraucht haben für die Schaukeln. Und dann noch einmal geflochten und noch einmal so eine geflochten. Insgesamt sechs so verflochten, dann war das schon solide, versteht ihr? Und bei diesem Flechten, so kann man dann auch den Bund zwischen Mann und Frau sich sehr gut vorstellen. Der Mann und die Frau. Man kann sagen, wir verknoten uns zusammen. Aber das kann sehr eng werden, vielleicht zu eng. Da ist keine Luft mehr dran. Also wenn dann Spannung kommt, das zieht sich immer kräftiger zusammen. Wenn eine dritte Schnur da ist und wenn in dem Bund dann Gott da ist, was geflochten ist, das lässt immer wieder Luft zu, dass man atmen kann, versteht ihr? Und dann ist nicht der andere mein Erlöser und mein Heiland. Gott ist der, der die Verbindung herstellt. Und deswegen ist es so wichtig in der Ehe, wenn man die Ehe vor Gott schließt, dann hat man jemanden, nicht nur der so als Puffer zwischen den beiden ist, aber auch jemand, der echt verbindet, versteht ihr? Distanz. Es geht mir nicht um Distanz im Negativen, aber dass man frei bleibt. Nicht frei, um dann dumme Dinge zu tun, nicht so.
Aber dass jeder seine Persönlichkeit behält und die Würde behält. Ja? Und dafür sorgt Gott. Und der andere ist nicht mein Gott. Er ist nicht mein Heiland. Er ist nicht der Messias. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen in den Ehen. Aber manchmal auch, wenn ich die habe, die ist schön, die ist klug, die ist tapfer, die kann alles. Die kluge Frau, wer findet sie? Die tüchtige Frau, ja, sie wachs und volle und sie webt und so weiter. Steht auch in der Heiligen Schrift, die tüchtige Frau, wer findet sie? Natürlich, ist schön. Aber auch dieser starke Mann ist auch schön, wenn er da ist. Aber wisst ihr, es ist wie ein Märchen. Dann stellt man, träumt man, man ist verliebt, ist alles schön und so weiter. Jetzt habe ich meinen Prinz gefunden, ha? Oder ich habe meine Prinzessin gefunden. Ha? Aber ihr wisst ja, wie bei den Prinzessinnen ist oder wie Märchen ist. Hat man 3 Wünsche frei, dann ist aber Schluss mit den Wünschen. Ja? Und dann kann es schon vorkommen, dass der Prinz sich wieder in den Frosch verwandelt und Rapunzel wieder in den Turm steigt. Ja? Da haben wir Probleme. Versteht ihr? Und wenn Gott dazwischen ist, dann haben wir eine, ich sage es jetzt mal technisch, haben wir eine Instanz, aber eine lebendige Instanz, eine Person, von der beide Seiten dann Wahrheit hören. Und die Ehe entspringt auch aus dem Herzen Jesu. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Ehe ist sehr, sehr, sehr heilig. Und warum? Weil das Leben heilig ist und weil Mann und Frau zusammen mit Gott schöpferisch tätig werden. Schaut, die Dreifaltigkeit, die erkläre ich oft so. Manchmal ist das schwer für die Menschen zu verstehen. Also, ist Gott Vater? Ist Gott Sohn? Ich rede jetzt, es hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Gott Vater, Gott Sohn. Und dann der Heilige Geist. Wie erklärt man den Heiligen Geist? Für mich sehr einfach. Die Liebe von Gott, dem Vater, zu seinem Sohn, vom Sohn, von Jesus zu seinem Vater, die ist persönlich. Und diese persönliche Liebe ist eine Person, das ist der Heilige Geist. Versteht ihr? So ist es auch in der Ehe. Die Liebe zwischen Mann und Frau, sie ist wie die Liebe Gottes, sie ist persönlich. Und aus dieser persönlichen Liebe entstehen Personen. Versteht ihr? Das ist Segen. Und Mann und Frau werden schöpferisch tätig mit Gott. Und man kann auch nicht sagen, wir machen ein Kind. So hat es in Luxemburg, wir machen ein Kind. Man macht nicht ein Kind. Das ist komische Sprache, das ist auch respektlos, das ist nicht mehr, ja, ist ungläubige Sprache. Ich habe es vor Tagen erklärt, glaube ich, oder gesagt, in dem Augenblick gibt Gott die Seele, wo männliche und weibliche Samenzellen zusammenkommen. Gott gibt die Seele und er weiß, was er tut und Gott macht keine Fehler. Okay? Also die Ehe ist heilig und deswegen auch einzigartig und deswegen das Ehesakrament nur einmal. So wie Taufe, so wie Firmung und wie Priesterweihe. Auch das Priestertum ist am Kreuz entstanden. Ich habe es vorhin erklärt, kurz gesagt, wenn der Priester sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Ja, er nimmt teil am Kreuz auch durch ein Opfer, das er bringt und einen Verzicht, den er bringt. Und es ist nicht von ungefähr, dass deswegen die Priester so sehr angegriffen werden. Und wenn man die Kirche kaputt machen will, dann greift man zuerst die Priester an. In der Französischen Revolution, in Mexiko-Revolution, in Spanien-Revolution, in Russland, in Deutschland. Was hat man gemacht? Die Priester waren oft in der allerersten Reihe. Das will nicht sagen, dass das Opfer von anderen nicht, aber der Teufel weiß, wen er angreift. Nimm den Leuten die Priester weg. Der Pfarrer von Nass hat gesagt, nehmt den Priester weg aus seiner Pfarrei, aus seinem Dorf. Nach 10 Jahren, glaube ich, hat er gesagt, heute geht das viel, viel schneller. Nach 10 Jahren werden sie die Tiere anbeten. Der Pfarrer von Ars gesagt. Heute dauert es keine 10 Jahre mehr. Versteht ihr? Früher haben wir Generationen gerechnet in 30 Jahren, ist eine Generation. Jetzt vom Denken her Generation, muss man schon fast sagen, nach 5 Jahren ticken sie wieder anders. Und nach 5 Jahren wird wieder anders getickt. Das geht rasant schnell und die Verwirrung wird umso größer, um da den Durchblick zu behalten. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das sind die Sakramente, die man nur einmal empfängt. Und früher hatten die Leute Angst und haben gesagt, Krankensalbung, letzte Ölung, aber bitte nur einmal und bitte ganz zum Schluss. Und auch heute haben die Leute noch Angst, dann meint mein Mann, er müsste jetzt sterben. Okay? Und sie haben Angst, versteht ihr?
Aber es gibt nicht mehr die letzte Ölung, wie man dann gesagt hat, man so die Ölung wie das Auto gut geschmiert, dann rutscht man besser. Sorry. Ja, okay. Also, Krankensalbung ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht auch einmal die Krankensalbung empfangen sollten, also auch in einem Seminar. Ja? Und Krankensalbung ist nicht nur für den Körper, ist auch für den Geist, ist auch für die Seele. Und es gibt ja viele Menschen, die in ihrer Seele auch traumatisiert sind. Und die Seele braucht diese Salbung, dieses Balsam Gottes. Und das ist ein Geschenk. Und jedes Sakrament ist eine direkte Berührung Gottes. Es ist kein Ritual, es ist eine Berührung Gottes. Und auch Mann und Frau in der Ehe, die Ehe ist eine Berührung Gottes. Da streiten die Theologen. Ist es der Priester, der die Ehe spendet, oder die Eheleute sich selbst? Also ich würde sagen, es ist ein Teamwork. Und ja, das würde ich sagen. Okay, gut. Priesterweihe ist auch unwiederholbar nur einmal. Gut, aber es gibt diese anderen Sakramente, die wir öfter empfangen dürfen und auch sollen. Das ist selbstverständlich die heilige Eucharistie. Die empfangen, also ja, der Mensch lebt nicht von Brot allein, aber wir brauchen das tägliche Brot. Wir brauchen auch die heilige Eucharistie. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch von der Eucharistie gemeint hat im Vaterunser, wenn wir das beten. Dann die heilige Beichte, die brauchen wir auch regelmäßig, so wie wir unser Zimmer putzen, wie wir Mülleimer vor die Tür stellen und ich weiß nicht was alles tun. Sogar Schuhe putzen wir, gell? Und alles Mögliche putzen wir, die Brille, Haare waschen wir. Okay. Aber so auch die Seele. Und sie braucht diese Klarheit, um richtig atmen zu können. Und Krankensalbung darf man auch mehrmals empfangen, versteht ihr? Also, ich hatte irgendwann Jahre her, da hatte ich Blinddarm. Und dann bin ich, der Hausarzt hat mich ins Krankenhaus geschickt und dann hat der Arzt mich geschaut, der Chirurg und Spezialist, hat gesagt, ja, Sie müssen hier bleiben. Ich habe gesagt, nein, ich habe noch Beerdigung. Und dann hat er gemeint, ja, dann passen Sie auf, dass wir nicht zwei Beerdigungen haben. Dann habe ich Beerdigung gehabt und bin schleunigst zurück, wurde operiert. Aber noch vor ich dann ins Krankenhaus bin, bin ich zum Priester. Der hat mir gesagt, jedes Sakrament ist eine Berührung Gottes. Gib mir die Krankensalbung, bitte. Und er hat mir sie gegeben. Und das war gut so. Ich war keine zwei Tage im Krankenhaus. Aber richtig operiert, alles perfekt. Okay. So, es hat nicht zwei Beerdigungen gegeben. Ja. Okay. Genau. Und ja, jetzt möchte ich etwas sagen, der Kommunionempfang. Manche sagen, ja, es wäre doch schön, wenn wir unter beiderlei Gestalten die Heilige Kommunion empfangen könnten. Natürlich wäre das schön. Ich habe das auch schon mal praktiziert und öfter praktiziert. Ich habe aber auch, ich sage mal, schmerzliche Momente erlebt. Dann war zum Beispiel Heilige Kommunion, Kelchkommunion, so gegeben worden. Einer hat den Kelch gehalten, der Priester hat, oder die Leute haben dann eingetaucht und den Tropfen auf den Boden. Aber einmal hat eine Person so am Kelch, sie hat so gezittert, lag das Blut Christi am Boden. Das ist schmerzlich. Aber auch jetzt, also erlebe ich es oft so, deswegen sage ich, ich mag lieber Mundkommunion. Erstens, nicht, weil ich sage, die Hände sind schmutzig. Nicht das. Ich denke nicht einmal daran. Dann weiß ich, dass die Person die Heilige Kommunion empfangen hat. Und Risiko, dass sie zum Boden fällt, ist auch quasi null. Aber mir ist es auch schon passiert. Ich weiß nicht warum. Aber das ist immer schmerzlich, versteht ihr? Okay, gut. Also, aber die Kirche hat immer geglaubt, wer den Leib Christi empfängt, nur unter Brotgestalt in der Heiligen Hostie, der empfängt den ganzen Leib Christi mit seinem Blut. Das ist Glaube der Kirche. Das ist nicht die Meinung von einem Kardinal oder so. Das ist richtig Glaube der Kirche. Okay, ich glaube, dass es auch wirklich so ist. Gut. Dann, was wir empfangen in der Heiligen Kommunion, wir empfangen seinen Leib in der Heiligen Hostie, wir empfangen das Blut, wir empfangen auch die Seele Christi. Also er lebt in uns mit seiner Seele. Können wir uns das vorstellen?
Es gibt ein sehr schönes Gebet, ich werde später darauf zu sprechen kommen, von der heiligen Edith Stein, die übrigens auch dieses Haus besucht hat. Öfter hier war in Beure und deswegen heißt dieser Weg Edith Stein Weg. Ja? Aber das war eine Villa, damals war noch nicht dieses Haus, dieser Neubau. Gell? Ja, das ist noch ein starker Weg. Ja, genau. Okay, ein schönes Gebet, das ich auch gerne bete und empfehle als Danksang bei der Heiligen Kommunion, ist dieses Gebet, es wird dem Heiligen Ignatius von Loyola zugeschrieben: Seele Christi, heilige mich, Leib Christi, rette mich, Blut Christi, tränke mich, Wasser der Seite Christi, wasche mich, Leiden Christi, stärke mich, o guter Jesus, erhöre mich, birg in deinen Wunden mich, von dir lass nimmer scheiden mich, vor dem bösen Feind beschütze mich, in meiner Todesstunde rufe mich, zu dir zu kommen heiße mich, mit deinen Heiligen zu loben dich, in deinem Reiche ewiglich. Amen. Wunderbares Gebet. Da ist viel gesagt und man kann auch bei den einzelnen Sätzen so stehen bleiben und sich das vorstellen. Blut Christi, tränke mich. Puh, ja, okay. Wasser der Seite Christi, wasche mich. Also wir empfangen den ganzen Jesus in der Heiligen Kommunion. Okay. Bei jedem Sakrament gibt es drei Dinge. Jedes Sakrament. Es gibt ein Wort. Es gibt ein äußeres Zeichen und es gibt die innere Wirkung. Ich mache das jetzt einmal fest an der Taufe. Also bei jedem Sakrament wird aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Bei der Messe haben wir dann Lesung, Sonntags 2 und Evangelium. Und dann gibt es das äußere Zeichen. Das sind bei der Taufe ist es das Wasser und Chrisam. Diese äußeren Zeichen, die man sehen kann. Und es gibt die innere Wirkung. Also bei jedem Sakrament passiert etwas in uns. Da geschieht eine Veränderung in uns. Dieses Abbild Gottes, das wir sehen, diese göttliche DNA, die wir haben geistlich gesprochen, die wird erneuert, wird aufgefrischt. Versteht ihr? Das ist dann wirklich, ich wollte jetzt sagen, wie eine Frischzellenkur, aber nicht von Menschen, von Gott selbst. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich so berühren kann auf allen Ebenen, Geist, Leib, Seele, dass er uns erneuert in der Heiligen Kommunion. Bei der Heiligen Kommunion ist es dann das Wort Gottes, das wir hören, es sind Brot und Wein, es ist die innere Wirkung, Jesus in uns sagt. Der Apostel Paulus in Kolosser 1, 27 ist Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns. Man kann das so untersetzen, Christus unter uns. Das Griechische lässt beide Übersetzungen zu. Aber Christus in uns, man kann es auch sagen, Christus unter uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auch das ist sicher richtig, das ist das Wort Gottes. Und bei der Taufe, dann spricht der Priester, er sagt ein Wort. Und das Wort, das er sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes an. So wie Jesus den Missionsbefehl, den Taufbefehl gegeben hat. Und dann bei der Salbung, ich salbe dich zum Priester, König und Prophet. Da wird die Würde, die der Mensch hat, der einzelne Mensch hat, die wird klar unterstrichen und gezeigt. Du bist König, du bist ein Königskind, du bist Priester. Was ist die Aufgabe des Priesters im Alten Testament gewesen? Der König hatte die Aufgabe, habe ich jetzt gesagt Priester oder König? König, okay, fangen wir beim König an. Die Aufgabe des Königs war, Stellvertreter Gottes zu sein und stellvertretend für Gott das Volk zu führen, im Sinne Gottes zu führen. Er war Stellvertreter Gottes in dem Sinne. Der Priester im Alten Testament hatte die Aufgabe, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Deswegen haben sie die Opfer dargebracht, stellvertretend für die Priester. Und wenn wir die Heilige Messe feiern, dann bringen wir als Priester auch eure Gaben, eure Anliegen, die bringen wir vor Gott hin. Wir tragen sie dann mit. Es gibt in dem ersten Hochgebet einen sehr schönen Text. Dein heiliger Engel trage diese Gaben vor den himmlischen Thron. Sehr, sehr schön. Und dann, wo bin ich jetzt dran? König, Priester, Prophet. Was war die Aufgabe der Propheten? Sie waren keine Wetterfrösche.
Sie haben nicht das Wetter vorausgesagt oder sowas. Sie haben die Wahrheit Gottes gesagt. Also wir verstehen Propheten oft falsch als jemand, der eine Voraussage macht. Das ist das menschliche Verständnis, das geistliche, biblische Verständnis von einem Propheten. Wenn die Könige ausgetickt sind, dann sind die Propheten aufgestanden, die Propheten wurden zum König geschickt. Ja? Als David diesen Ehebruch begangen hatte, dann ist Nathan zu David gesagt, mein lieber Junge, hat ihm mal eine Geschichte erzählt, er war ein Reicher, er kennt die Geschichte, der hatte viele Schafe und so weiter, bekommt Besuch und dann nimmt er dem Armen das Lamm weg. Er nimmt dem Armen das Lamm weg, um es seinem Gast zu bereiten. Und dann wird David wird wütend und sagen, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Warum? David hatte genug Frauen. Er hat dem Uriah die Frau genommen, die Bathsheba, hat sie gesehen beim Baden, seine Lust war so stark. Und er hat sie genommen. Deswegen sagte Nathan zu ihm, du hast nicht recht getan. David hat sich selbst das Urteil dann gesprochen, aber der Prophet hat ihn an die Wahrheit erinnert durch diese Geschichte. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und wie dann David bereut, wirklich Buße tut, ist auch sehr schön. Er kann nicht mehr alles gut machen. Er lässt den Uriah töten, in die erste Reihe stellen. Das Kind, das Bathsheba erwartet, es wird auch sterben. Es ist wirklich eine große Sache. Aber David bereut und Gott sieht die Reue und er nimmt die Reue an. Und das ist wichtig. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Wir sind nicht da, um die Situation von Menschen zu verurteilen, sondern ins Licht, in die Wahrheit Gottes zu bringen. Und die Propheten haben auch die Priester im Alten Testament kritisiert, wenn die Priester nicht mehr richtig Gottesdienst getan haben, nur an ihre eigenen Interessen, ich sage das als Beispiel. Und es gab dann sogar falsche Propheten, auch die hat es gegeben. Elia hat gegen falsche Propheten gekämpft und er hat gesagt, Herr, ich bin allein. Also ist dann in Selbstmitleid verfallen. Kennt ihr diese Nummer? Haben wir auch manchmal Selbstmitleid. Oh, bin ich ein armes Firmchen, keiner liebt mich, keiner mag mich, keiner versteht mich und so weiter. Aber dieses Selbstmitleid, es hilft nicht viel. Es hilft von 12 Uhr bis Mittag. So lange hilft es. Aber länger nicht. Okay? Und und Gott hat zu ihm gesagt, nein, du bist nicht allein. Ja? Und wir sind nicht allein. Und auch in dieser Zeit sind wir nicht allein. Und wir dürfen die Wahrheit sagen, auch wenn man die Wahrheit nicht hören will. Ich kann das in der eigenen Familie sagen, ich habe 4 Seiten geschickt, 4 DIN A4 Seiten habe ich den Geschwistern geschickt, sich das mal vor der Impfung dann anzuschauen. Wenn ich dann als Antwort bekomme, das ist mir zu viel, 4 Seiten zu lesen. Was soll ich noch sagen? Versteht ihr? Wenn, ich hätte fast gesagt, wie viel ist dein Leben dir denn wirklich wert? Ich habe es dann nicht gesagt, versteht ihr? Aber ich habe trotzdem, wir haben auch prophetischen Dienst. Aber man will auch viele Propheten diese Zeit nicht hören. Sie werden weggeblendet. Das ist Zensur und wir reden von allem Möglichen, von Pressefreiheit, was gibt Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Aber verschiedene Versammlungen dürfen überhaupt nicht stattfinden. Presse wird auch zensiert. Ja. Okay, also König, Priester und Prophet, das ist jeder Christ. Ist dann lustig, dann, wenn ich dann ein Mädchen taufe und dann sage ich, ich zum Priester, König und Prophet. Und die Eltern schauen mich ja. Aber unsere Tochter kann doch nicht Priester werden. Es geht um die Würde. Es geht um die Würde, die Gott uns gibt. Und die dürfen wir nie vergessen. Deswegen ist auch Tauferinnerung sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt, als es kein Weihwasser gegeben hat, wo man uns gesagt hat, ja, kein Weihwasser. Irgendwann, aber ich stand auch auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Irgendwann habe ich mich erinnert, es gab doch eine Form am Anfang der Messe. In der Ostzeit heißt es, wie die Aquam, ich habe das Wasser, ich habe die Quelle gesehen. Und in der Fastenzeit Asperges me, wasche mich, reinige mich. Und da geht der Priester mit Weihwasser durch die Kirche. Das habe ich begonnen. Dann bin ich mal öfter mal, ich weiß was geholt, am Anfang der Messe zum Chor gesagt, er singt eine Strophe länger oder zwei, je nachdem. Und dann, das war richtig Freude.
Aber ich tue das auch, auch wenn niemand da ist, gehe ich auch öfter durch die Kirche mit Weihwasser oder auch mit exorzisiertem Salz. Es gab eine Person, das war noch vor diesem Virus, die saß hinten. Aber ich habe gespürt, da ist was. Ne? Und auf ihrer Facebook-Seite, sie ist Reiki-Meisterin, sie macht Lichtarbeit, sie hat irgendwie so was Russisches, Röntgenblick, alle möglichen Sachen, also wo sie, also voll Zauberei, voll Esoterik. Ne? Was ich da getan habe, ich habe dann exorziertes Salz genommen, auch exorziertes Wasser, dann auf die Stuhlreihe, wo sie dann vorne und hinten, sie ist nicht mehr gekommen. Aber wir müssen beten, dass sie zum Herrn kommt, versteht ihr? Versteht ihr? Also, das probiere ich mit meinem Chef. Ja. Nee, aber das ist wichtig, auch für eure Häuser, dass ihr das tut. Versteht ihr? Auch geweihtes Öl. So. Gott hat zu Mose gesagt, dann nehmt ihr von diesem Blut der Lämmer und statt es an die Türpfosten und der Engel wird erkennen, das ist ein Haus, das gehört zum Herrn. Sein Schutz gegen diesen Geist, gegen diesen Todesengel, okay? Gegen diesen Todesgeister auch, kann man sagen. Aber exorzisiertes Öl an die Fensterrahmen, Türrahmen, um das Haus herum, exorzisiertes Salz. Und wenn ihr irgendwo seid, wo ihr oft seid, zum Beispiel bei der Arbeit, das wurde jetzt erwähnt, das habe ich auch schon geraten, also dann exorzisiertes Salz, ich habe nicht gesagt auf den Sessel, aber ich habe gesagt so in die Ecken oder diskret so irgendwo hin, paar Körner reichen, versteht ihr, es geht auf diesen Akt des Glaubens, den man bewusst tut, dort. Ihr habt das Salz oder Öl her. Hier. Nee, also mitbringen und also normalerweise zu Exerzitien, viele bringen dann tonnenweise Salz mit und fuderweise bringen sie Wasser mit und fuderweise in Flaschenkörben Öl. Nee, aber das kann man, jetzt sage ich etwas, das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, soll aber nicht komisch sein, ist aber ein bisschen die Wahrheit. Viele Priester wissen das nicht mehr. Die wissen nicht mehr, was exorziertes Weihwasser, Öl und Salz ist. Und das hat es in dem alten Ritus, sagen wir jetzt also, hat es gegeben vor Vatikanum II. Ja? Zum Beispiel am Dreikönigstag wurde das gesegnet und exorziert. Und da gibt es auch kräftige Gebete. So gibt es zum Beispiel auch heute noch gibt es bei der Taufe gibt es ein Exorzismusgebet. Ja? Das ist aber sehr soft. Und es geht da nicht darum, dass das Kind besessen ist. Es geht um einen deprekativen, einen abwehrenden Exorzismus. Ja? Und ich habe jetzt, als ich in Medjugorje war, habe ich einen sehr lieben Priester kennengelernt. Einige von euch kennen ihn mit Sicherheit, Martin Ramoser. Und wir haben viel ausgetauscht. Und er hat mir dann dieses Gebet, das man früher in Latein, diesen Taufexorzismus, und das ist ein starkes Gebet, ich werde mal schauen, ob ich es schnell finde hier auf meinem Ding. Und hier habe ich es. Also es geht so. Exorcizo te omnis spiritus immundi. Ich verjage dich, ich treibe dich auch aus jeder unreine Geist im Namen des Vaters, des allmächtigen Vaters, im Namen Jesu Christi, seines Sohnes, der Herr ist und unser Richter ist, im Namen der Kraft des Heiligen Geistes, das herabkomme auf dieses Abbild Gottes und dann wird der Name genannt von dieser Person, dem Kind oder dem Täufling, den Gott, dieses Abbild Gottes, das Gott, unser Herr, dass der Herr, unser Herr, als heiliger Tempel, seinen heiligen Tempel berufen hat und gewürdigt hat, versteht ihr? Damit er ein lebendiger Tempel Gottes sei, und der Heilige Geist in ihm wohne, durch Christus, unseren Herrn, der lebt und herrscht und die Toten und die Lebendigen richtet in Ewigkeit ab. Ein starkes Gebet, versteht ihr? Und das bete ich jetzt öfter auch bei Personen still. Wenn die Leute dann hören, Exorkizen, so, verdrehen sie einmal die Augen. Ja? Aber Augen verdrehen hilft auch nicht. Aber das Gebet wirkt auch, wenn es still gebetet wird. Aber das ist ein Gebet für Priester. Ja?
Also nicht, dass ihr jetzt meint, ja, jetzt brauchen wir dieses Gebet. Aber Öl, Salz, Weihwasser und auch exorzisiertes Salz ist gut, wenn ihr beim Kochen, ja, könnt ihr auch immer ein paar Körner auch ins Essen tun. Versteht ihr? Früher hat es diese Sakramentalien gegeben. Das waren diese geheiligten, das sind nicht Sakramente, aber geheiligten Dinge, zum Beispiel geweihte Kerzen. Ja? Und die waren wichtig und die sind auch heute noch wichtig. Es gibt diese Erscheinung in La Salette, wo von dieser Dunkelheit die Rede ist. Ja? Und wo dann auch, aber es gibt an mehreren Orten, auch in Spanien, in Garabandal. Ja? Garabandal. Und wo es drei Tage dunkel sein wird und kein Strom, keine Elektrizität, kein Handy, nichts, ja? Versteht ihr? Nur geweihte Kerzen werden Licht geben. Und nur Uhren, die mechanisch sind, werden noch funktionieren. Während den drei Tagen soll man zu Hause bleiben und nicht nach außen gehen. Also mehr sage ich jetzt nicht. Also, aber das wollte ich einmal gesagt haben. Diese Sakramentalien, die hat es immer gegeben und waren auf einmal nicht mehr da. Versteht ihr? Dann haben wir gedacht, es geht auch ohne und vieles geht auch ohne. Ja, haben wir auch dann ohne vieles gelebt. Okay. So, am Kreuz geschieht so, so vieles an Befreiung. Auf der einen Seite könnte man sagen, es ist wie ein chirurgischer Eingriff, wo wir befreit werden, wo das, was uns krank macht, von uns weggenommen wird. Aber auf der anderen Seite wird uns auch Medizin gegeben. Die Heilige Eucharistie ist auch Medizin, versteht ihr? Also Gott gibt am Kreuz alles, was wir brauchen zu unserem geistlichen Leben. Und jetzt möchte ich etwas sagen zu dem verlorenen Sohn und zu dem älteren Sohn. Gott denkt in Kategorien von Bund und er denkt nicht in Kategorien, du bist ein Tagelöhner in meinen Augen. So denkt Gott nicht, aber wir benehmen uns oft wie Tagelöhner Gott gegenüber. Jetzt habe ich auch meine Pflicht getan. Früher hat es oft geheißen, die Christenpflicht. Und dann musste man schon irgendwann, das war aber schon vor dem Tridentinischen Konzil, also schon vor Vatikanum und dem anderen Konzil, da hat man irgendwann gesagt, die Leute müssen wenigstens einmal im Jahr zur Heiligen Kommunion, also auch wenigstens einmal zu, was war das für was, versteht ihr? Dann sieht man, wie weit die Liebe erkaltet ist und zurückgegangen ist, vielleicht aber auch die Angst. Und man hat viel mit Angst auch gepredigt zu der damaligen Zeit. Also, jetzt schauen wir diesen verlorenen Sohn, ihr kennt die ganze Geschichte. Der Ältere, er stellt eigentlich den alten Bund dar. Er lebt unter dem Gesetz, unter der Pflicht. Und er sagt dann zu seinem Vater, der Vater sagt, komm, dein junger Bruder ist zurückgekommen. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Wisst ihr, was ich so schön finde bei diesem deutschen Text? Das ist das Stilmittel der Alliteration. Passt mal auf und zählt innerlich mit das D. Und das D ist so giftig, dieser Buchstabe D. Ich lese es noch einmal. Es macht mir richtig Freude, das zu lesen. Wegen diesem stilistischen, das funktioniert nur in Deutsch, okay? Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Früher hat es ein Gift gegeben, das hat DDT geheißen. Aber hier ist noch giftiger. Huh? Also so viel mal D. Und was sagt der Vater dann zu diesem Sohn? Und der Sohn meckert dann auch, sagt, ja, du nie ein Ziegenbock und so weiter. Der Vater erinnert ihn dann an das Herz des Vaters. Er sagt nicht, du bist ein Schlecht oder so weiter. Er sagt, mein Kind, du bist immer bei mir. Bedeutet dir etwas, das etwas immer bei mir zu sein oder nicht? Denn alles, was mein ist, ist dein. Das ist der Bund. Alles, was mein ist, mein Kind,
gehört dir. Alles, was dem Vater gehört, also Jesus, das ist alles, was der Vater hat, können auch nur sagen, den Heiligen Geist. Aber er gibt uns alles, alles, grenzenlos. Können wir dann Gott den Vorwurf machen? Ja? Wir können natürlich sagen, ja, wir standen schon lange im Weinberg und wir haben so Pflicht getan, von der ersten Stunde, und zwar nun diese hier, die in der letzten Stunde da gekommen sind, dein Sohn, der mit Dirnen dein Vermögen durchgebracht, bla bla bla. Okay. Und so müssen wir das neu nicht nur lesen, sondern im Herzen aufnehmen. Und wenn wir dann lesen, alles, was mein ist, ist dein. Das müssen wir jetzt neu lesen. Also, alles, was Jesus gehört, gehört auch mir, gehört dir. Sein Kreuz gehört auch mir. Also, und meine Leiden oder meine Sünden, sie gehören Jesus. Schaut mal, was ist das für ein Tausch? Gott wird uns nichts Negatives geben. Wir bekommen nur Positives von ihm, nur Gutes. Aber wir geben ihm so ein bisschen Gutes. Ja, Herr, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Singen wir das so mit halb geschlossenem Mund, weil wir noch müde sind. Okay? Aber er gibt uns alles. Wir geben ihm unsere Sünden, er leidet daran. Er sagt, alles, was dein ist, dein Versagen, deine Schwachheit, deine Todsünden, egal, ist mein. Und Jesus saugt das Gift aus deinem Herzen, wenn du bereit bist. Er saugt das Gift aus deinem Herzen. Und er wird zum Fluch, er wird zur Sünde. Das ist sehr, sehr stark ausgedrückt in der Heiligen Schrift. Also Jesus hat alles auf sich genommen. Und er sagt, ich trage jetzt die volle Verantwortung. Ich trage jetzt die volle Verantwortung für das. Ich nehme alles weg. Die Taten, die Verantwortung, und so weiter, deine Gedanken, warum du das getan hast, vorsätzlich oder nicht vorsätzlich. Ich bin bereit, es zu nehmen, zu der Bedingung, dass du es mir auch gibst. Und wisst ihr, was wir dann tun? Wir spielen Ball mit Gott. Dann, ja, kann der Ball spielen. Ja? Ich habe einen Ball, ich werfe der Margit den Ball und dann weiß sie sofort, was sie tut. Ja? Dann schmeißt sie zurück, okay, und ich fange, weil ich gut im Fangen bin, dann schmeiße ich wieder zurück. Ja? So spielen wir dann mit Gott und wir sagen, hier Gott, hier hast du meine Sünde. Oh, ist Gott die Sünde? Ich habe keinen Ball mehr. Huh? Oh, gib mir wieder zurück. Wir wollen dann, ich sage das jetzt im Bild, damit es uns bewusst wird, wie oft nach guten, heiligen Beichten kommt der Ankläger und sagt, du bist aber schlecht und so weiter, du hast doch Verantwortung, du hast das trotzdem getan, bla, bla, bla. Und da beginnt der Kampf, verstehen Sie? Da beginnt ein Kampf für uns, wo wir sagen, nein, alles, was mein ist, gehört mir jetzt nicht mehr. Ich habe einen Bund, ich stehe in einem Bund. Und mein Bundespartner, wenn Sie jetzt mal juristisch sagen, der hat alle die volle Verantwortung auf sich genommen, ich habe nichts mehr damit zu tun. Und so müssen wir der Schlange antworten, ich habe nichts mehr mit dem, was gebeichtet ist, zu tun. Fertig, aus, Amen. Versteht ihr? Und da bleiben viele daran hängen. Frommste Seelen bleiben daran hängen. Schuldgefühle. Puh. Das ist verseucht mit Schuldgefühlen. Sehr viele in der Seelsorge. Und da muss ich, ab und zu muss ich wirklich, da muss ich knallhart sein. Zeigen, stopp. Wisst ihr, ich mache den Unterschied zwischen Schuld und Gefühle. Natürlich kann es sein, dass du noch etwas spürst, dass du einen Schmerz spürst. Aber die Schuld gehört dir nicht mehr. Versteht ihr? Und diesen Unterschied müssen wir machen. Ich war in einer Konferenz bei Bonelli, RPP, Institut Wien oder sowas. Aber er war in Częstochowa und er hatte eine Konferenz und das war eine sehr interessante Konferenz, weil ich sehr viel mit dem Thema auch zu tun habe. Und dann hat er gesagt, von Abhängigkeit von Pornografie. Okay? Und ich war, oh, war interessant, was er gesagt hat. Dann hat er etwas gesagt, und das ist Folgendes. Die Frage wurde dann gestellt, ja, wie ist es denn mit den Leuten, die sich dann, ja, die haben, sind das los, und ja, sie werden trotzdem immer daran erinnert. Dann hat er Folgendes gesagt. Wenn du so viele Jahre in Pornografie verbracht hast, dann wird es einige Jahre brauchen, bis du in deinen Gedanken die Bilder los wirst.
Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich eine Strafe, die man sich selbst zufügt, wenn man diese Bilder aufgesaugt hat. Er hat aber auch gesagt, es ist nicht mehr Schuld, aber diese lästigen Bilder, die geistern immer noch herum. Ich würde jetzt weitergehen und sagen, okay, der Feind kann uns immer wieder solche Bilder zeigen. Und dann ist es noch keine Schuld, aber wenn du in diesen Bildern dann stehen bleibst, dann beginnt Sünde. Versteht ihr? Ich erkläre das oft so. Viele Menschen sagen zu mir, das ist nicht selten, das kommt sehr häufig vor. In den heiligsten Momenten werde ich belästigt mit all möglichem Zeug. Also solchen Gedanken, egal welche jetzt. Aber Gedanken, die man nicht will, denken will. Dann sage ich, stell dir vor, du machst Krankenbesuch, es ist heißester Sommer, 40 Grad, du gehst in den Flur, rechts und links stehen die Türen offen, Fenster offen, dass ein bisschen Luftzug da durchkommt, schaust du einmal rein, Person komplett nackt steht da. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst stehen, du schaust, das heißt, du gehst in die Gedanken hinein, oder du sagst, das geht mich nichts an, ich gehe weiter. Versteht ihr? Und so ist es auch mit diesen Gedanken. Diese Gedanken kommen nicht von dir, sind nicht deine Gedanken. Versteht ihr? Und da müssen wir den Unterschied machen. Der Feind will immer was da inokulé, so impfen. Der will uns alles Mögliche impfen. Versteht ihr? Und weil wir verletzt sind oder weil wir vielleicht in diesen oder jenen Dingen, Gedanken und so weiter, Bildern gesündigt haben, dann hat er ein leichtes Spiel und wir sagen in Luxemburg, er fährt mit uns Schlittschuh. Er führt uns aufs Eis. Und dann haben wir wieder ein Problem. Dann gibt es in Luxemburg dann sagt man, wie bekommen wir die Kuh vom Eis? Versteht ihr? Aber da müsst ihr wirklich, da dürft ihr, und ich ermutige euch, da sehr klar zu sein. Sonst kommt ihr aus dieser Nummer nicht raus. Genau. Und fertig, genau. Und basta. Genau. Und sehr oft sage ich dann, rufe einfach den Namen Jesu. Und der heilige Bernhard von Clairvaux, der sagt, rufe den Namen Maria. Rufe einfach Maria. Versteht ihr? Und wenn du das tust, diese Freiheit haben wir. Wir haben diese Freiheit. Tu das. Und wenn du dann trotzdem, ich sag mal, in dieses Zimmer, in dieses Gedankenzimmer und so weiter, ich sag's mal so, hineingegangen, bist gefallen, dann geh zur Beichte, okay? Ja, und bedauere dich nicht selbst und verurteile dich auch nicht selbst, bereuen darfst du, okay? Aber dann geh schnell zur Beichte und ja, verliere nicht die Zeit dabei. So will der Feind uns immer so Sand ins Getriebe streuen und das braucht keiner. Okay. So, dann vielleicht noch Folgendes. Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Also, in diesem Bund, in dem wir mit Jesus Christus stehen, geben wir ihm alles. Das gehört uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr die legalen Besitzer, Besitzer von, auch von den negativen Sinn. Gehören uns nicht mehr. Und wenn noch manchmal so ein Gedanke kommt, also, das bist nicht du, das, der andere will dich ein bisschen ärgern. Ja, aber geh nicht auf ihn an, spiel nicht das Spiel mit. Also, und nimm auch nicht nach der Beichte den Ball wieder zurück. Ja? Okay? Ja. Wisst ihr, was ich tue nach der Beichte? Und auch oft vor der Beichte, nicht immer, aber immer öfter. Ich bete ein Schutzgebet, dass ich von all dem, was ich hören werde, beziehungsweise gehört habe, dass ich frei bin. Versteht ihr? Und sehr oft kommt es vor bei Beichten, sagen die Leute, ja, ich habe ihnen damals erzählt, ich weiß es nicht mehr. Und wenn sie dann anfangen, ein bisschen davon zu erzählen, dann kommt es wieder ins Gedächtnis. Das ist sehr interessant. Also, wisst ihr, in der Schule hatte ich ein Problem. Ich habe schlechtes Gedächtnis. Und ich habe gebüffelt wie ein Weltmeister. Das arme Gehirn hat nicht so mitgemacht. Und vieles vergessen. Ich war nicht begeistert davon. Andere hatten Leichtigkeit. Aber ich habe nachher jetzt weiß ich, warum es so ist. Diese Qualität, dieses Charisma des Vergessens, das ein Geschenk Gottes, besonders für Beichte. Okay, aber ich habe noch etwas, wie ich Studien dann gemacht habe. Also, weil mein armes Gehirn nicht so schnell war und so locker war, habe ich, bevor ich dann das, was zu lernen war, habe ich gebetet zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, erkläre du mir jetzt, hilf mir jetzt verstehen, worum es geht und so weiter.
ging schon ein bisschen besser. Und dann, als dann die Prüfungen kamen, dann saß ich da am Tisch und habe meinen Kopf so gestützt, so als ob ich der Ärmste wäre, der nichts gelernt hat. Und dann habe ich gebetet, habe ich still für mich gebetet, Heiliger Geist. Also ich habe die Fragen gesehen, habe sie aber nicht, sie waren auf dem Papier, aber ich habe mir immer ein paar Minuten genommen, sie nicht gelesen, gesagt, Heiliger Geist, erinnere du mich jetzt an das, was ich gelernt habe, dass ich jetzt die richtigen Antworten. So habe ich dann mein Studium gemacht und das hat geklappt. Ja. Gott ist gut. Ja. Okay, also alles Gute gehört auch uns. Alles Gute, was von Gott kommt, es gehört uns. Und zweifle nicht daran, dass es dir gehört. Und Maria hat gesagt, mir geschehe, Herr, dann musst du es tun. Und das muss auch unser Gebet sein. Herr, dann geschehe mir. Wenn du mir all diese Gnaden schenken müsstest, aus diesem Schatz, diesen Gnadenschatz, den du hast, und Maria, sie verwahrt diesen Gnadenschatz, und alle Gnaden kommen uns durch Maria, dann bitteschön, also dann, ich bin bereit, diese Gnaden alle zu empfangen. Okay, und dass wir dann sagen können, mir geschehe. Und das werden wir jetzt auch tun. Jetzt werden wir dann kurz vor der Zeit, werden wir dann als Mittagsgebet den Engel des Herrn zusammenbeten. Dazu stehen wir dann auf.